Da ist Charlie auch schon, der will jetzt auch nochmal schießen. Sein. Ne, Charlie? Na komm, dich töten wir jetzt heute nochmal. Heute musst du dran glauben. Na komm. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Stranded Deep hier bei Let's Multiplay. Wir bauen auch immer weiterhin fleißig an unserer Foundation hier. Und wir brauchen jetzt eine Treppe. Und die Treppe bekommen wir, wenn wir 6 Lashings zusammenlegen und 5 Sticks. Dementsprechend suchen wir jetzt mal nach einer Yuga Plant, an der wir noch ein paar Lashings kriegen. Also ein paar Fäden, beziehungsweise, naja, Seile kann man es nicht nennen. Aber hier sieht das ganz gut aus. Ja, die ist auch schon ausgewachsen und kann geerntet werden. Sehr schön. So. Das heißt, wir dürften jetzt eigentlich genug Lashings haben. Wir brauchen jetzt noch ein bisschen Sticks. Und wir wollen ja auch mal die weiteren Inseln um uns herum nochmal erkunden. Um auch zu schauen, wie lange wir brauchen. Wir haben letztes Mal, letzte Folge, diese lustige Karte hier angefangen. Hallo? Hier nochmal zu sehen. Super schön und einfach, um sich zu orientieren. Kann ich eigentlich jedem empfehlen. Ist der jetzt auch schon fertig hier? Nein, die ist natürlich noch nicht fertig. Und auch neu seit dem letzten Update, also wir spielen jetzt in der Version 0.02. Wir können das Bett jetzt auch im Haus platzieren. Was ich eigentlich sehr schön finde. Und wir gucken mal, dass wir noch ein paar hier. Die Palme lassen wir mal stehen. Die lassen wir hier auch stehen. Die hier werden wir jetzt mal ernten. Die ist nämlich schön in die Höhe gewachsen. Na? Hallo. So, jetzt. Danke. Ja, die Palme schwebt in der Luft und fällt um. Kokosnüsse fallen auch runter. Die sammeln wir nochmal ein. Wollen ja keine Kokosnüsse verschwenden hier. Denn Lebensmittel sind immer wichtig und immer gut. Auch wenn die Auswahl hier sehr begrenzt ist. Wobei wir haben Fisch. Und wir haben Kokosnüsse. Und Krabben. Krabben haben wir auch. Ja, ich bin zwar kein großer Krabbenfan. Aber wer überleben will, der muss auch in höchster Not überleben. Und sieht diesen tollen Spruch, in höchster Not schmeckt die Wurst auch ohne Brot. Das ist unser Motto. Obwohl wir keine Wurst haben. So. Und ich habe auch schon mal, weil Hai kann man natürlich auch konsumieren und essen. Ich habe auch schon mal hier im Real Life ein bisschen Hai probiert. Beim Asiaten. Vielleicht war es auch Katze, ich weiß es nicht so genau. Schmeckt aber eigentlich gar nicht so verkehrt. So ein bisschen wie Hähnchen. Nur sehr, sehr zart. Also sehr weiches Fleisch. Sehr faserig. War aber sehr, sehr lecker. Ich weiß nicht, was für ein Hai es war. Stand nicht dabei, stand nur Haifisch. Aber auch da ist halt immer die Frage, braucht man sowas wirklich? Also müssen wir uns wirklich von Haifisch ernähren? Wo die Auswahl an Essen in unserer heutigen Zeit ja eigentlich relativ groß ist. Da ist die Frage, ob man wirklich Hai braucht oder nicht. Das sei dahingestellt. So, jetzt bauen wir die Treppe. Door Steps. So. Ha, da ist sie. Und wir können unsere Foundation betreten. Sehr schön. So, jetzt bauen wir nochmal weiter hier. Den Support hier. Da nochmal einen. So, den hier nehmen wir auch nochmal. Die Musik wird schon wieder dramatisch, ich weiß nicht warum. Habe ich irgendwas wieder gemacht? Irgendwas getan? Vielleicht kommt Charlie auch wieder in unsere Nähe. So. Ja, und jetzt fehlt uns noch ein Stick hier vorne, dann können wir anfangen, die Wände zu bauen. Sehr schön, das machen wir jetzt eben auch nochmal schnell. Wie spät haben wir es denn überhaupt jetzt hier schon? Na, 8 Tage haben wir mittlerweile schon überlebt. Und wir haben es, was war eben? 8 Uhr hatten wir es, ne? Ja, kurz vor 9. Das heißt, der Tag ist noch ganz jung und frisch und wir können noch jede Menge machen. Das werden wir auch definitiv tun. So, hier die Sticks am Ending. Kommt das nicht? Nein. Sondern wir brauchen unseren Hammer. Hallo? Hammer? Wieso können wir jetzt nichts bauen? Okay. Crafting-Menü jetzt weg. Ach, jetzt geht's, okay. War
waren nicht dicht genug dran. So. Ja, Palmwedel haben wir auch genug für unseren Bau. Können auch nur einen Support bauen, okay. So, dann fahren wir mal auf die andere Insel rüber schon mal. Wir legen unseren Hammer mal hier rein. So. Die Axt nehmen wir mal mit. Und wir nehmen mal vorsorglich nochmal die Machete mit. Wo haben wir sie denn? Da liegt sie. So. Sehr gut. Ab aufs Motorboot. Jetzt gucken wir mal, wo wir hinfahren. So, Kompass einmal raus. Ja, wir nehmen jetzt mal die Insel hier 170, also Richtung Süden. Da fahren wir jetzt mal hin. Und gucken mal, wie lange wir brauchen. Also wieder bei 5 Minuten 20, als wir zurück ist. Egal. Geben einfach ein bisschen Gas. Dann schafft er schon. Vielleicht 160 oder 170? Ja, 170. Bleiben einfach auf dem Kurs. Bei 170 ungefähr. Hoffen, dass wir immer da ankommen, auf der anderen Insel. Weil die sind wunderschön Wetter hier. So, bei 5:20 sind wir gestartet. Wahrscheinlich gibt es wirklich immer eine Stelle, an der man vom Boot runterfällt. Das heißt, wir zählen auch hier wieder 10 Sekunden nachher ab. Bei der Bemessung. So, nochmal rauf hier. Boot an, Richtung 170. So. Da vorne ist die Insel. Ha, sehr schön, wir haben sie erreicht. Und das Ganze bei 6 Minuten und 40. Das heißt, wir zählen 10 Sekunden ab. Über 6:30 bei 5:20 gestartet. Das heißt, 1 Minute 10 haben wir gebraucht. Das heißt, wir machen jetzt mal Stift. So, auf unserer lustigen Karte machen wir jetzt, das habe ich gesagt, 5:20 gestartet und bei 6:10, also noch 50 Sekunden. 2, 3, 4, 5 Striche. Eine Insel hier bei den Koordinaten, was haben wir gesagt? 170. 170. So, sehr schön. Das haben wir uns markiert. Das Ganze sieht jetzt ungefähr so aus. Hier, unsere Karte. Und wenn wir jetzt Richtung 230 hier in diesem Fall fahren würden, dürften wir ungefähr 30 Sekunden zu einer Insel rüber brauchen. Wenn ich mich nicht komplett verrechnet habe. Oder meine Vorgehensweise, Herangehensweise an die ganze Sache total falsch ist. Das werden wir bestimmt noch mal rausfinden. Und wie es aussieht, waren wir hier auf der Insel aber auch schon mal, oder? Es sind nämlich keine Steine hier rum, keine Sticks. Vielleicht waren wir hier wirklich schon mal. Hier liegt ein umgestürzter. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Sammeln wir doch einfach mal die ganzen Sachen hier ein. Ich glaube, das war unsere... Ach nein, das ist unsere erste Insel. Wie geil ist das denn? Wir haben sie wiedergefunden. So wie es aussieht. Ein paar Rocks haben wir noch rumliegen. Okay, wir sind voll. Sehr schön. Mal gucken, was wir noch hier so liegen haben, was wir hier liegen gelassen haben überhaupt erstmal. Da ist unser kleines Motorboot. Ich hätte mir mal aufschreiben sollen, in welche Richtung wir gefahren sind. Weiß, kriege ich auch nochmal hin. Gucken wir uns hier in dem Boot, das haben wir bestimmt schon gelootet. Oder? Ja, das haben wir schon mal gelootet. Da bin ich der felsenfesten Ansicht. Ja, hier ist unser Bucket Seawater. Ist da hier noch irgendwas drin? Ne. Im Locker wird wahrscheinlich auch nichts mehr drin sein. Nein. Ja, das heißt, diese Insel haben wir auf jeden Fall schon mal besucht. Ist aber auch gut zu wissen. Doppelt hält bekanntlich besser. Ist es hier noch der Fisch hier? Ne, ist eine Sardine. Okay. Ja, da ich in der letzten Folge auch den Wal schon gesehen haben. Gibt es eigentlich, also es gibt noch die Schildkröte, die wir nochmal finden könnten. So, was haben wir nochmal hier? Wir brauchen nochmal einen Stick, brauchen wir eigentlich nochmal. Ja, die Schildkröte gibt es noch und den Rochen haben wir auch schon mal gesehen. So, den Stick nehmen wir mit. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Ja, komm, wir schmeißen die Axt jetzt gleich mal weg.
Und nehme noch ein paar mehr Sticks nochmal mit. Weil die Axt hat die besten Tage auch schon hinter sich. Die ist nämlich gleich hinüber. Und packen jetzt nochmal hier die 4 Sticks nochmal ein. Und haben jetzt wieder ein bisschen Baumaterial. Was ich sehr schön finde. So, und jetzt gucken wir mal. Wo ist denn unser kleines Boot? Da ist es. So, wir müssen jetzt zurück Richtung. Sind von hier 170 sind wir gekommen. Das heißt, wir müssen noch Richtung Norden. So ungefähr bei 350. Also in die Richtung zurück. Wir mal starten. Hoffen, dass wir von der Insel runterkommen. Ja, kommen wir. So, jetzt Richtung 350 starten. So. Dann werden wir allergrößter Wahrscheinlichkeit nach auch wieder zu unserer Hauptinsel zurückkommen. Da war noch ein Charlie, und der verfolgt uns. Ist ja mittlerweile natürlich nicht mehr ganz so schnell wie wir. So. Jetzt sind wir wieder runtergefallen. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir jetzt das Biotop wechseln. Das kann natürlich auch sein, dass wir deswegen runterfallen. Ist hier irgendwas unter Wasser? Nee. Nur so ein kleiner. Ein Schwimmen bei Gewitter soll ja auch ganz förderlich sein für die Gesundheit. Wenn man ein bisschen auf Stromschläge steht und Therapie. So, 350 mal einmal hier. Wir kommen ein bisschen vom Kurs an. Aber die Insel ist zum Glück relativ groß. Das heißt, aller Wahrscheinlichkeit nach werden wir sie jetzt auch gleich finden. Hoffe ich zumindest. Ich habe so die Zeit nicht geschafft, wie lange wir schon gefahren sind. Ein bisschen Angst habe ich jetzt schon, dass wir die Insel gar nicht mehr. Wisst ihr das? Ist das unsere Insel? Ich glaube, es ist sie, oder? Ja, wir haben sie gefunden. Sehr schön. Hui! Ja, auch so kann man bei Gewitter wunderbar navigieren. So. So, Motor aus. Sehr schön. Jetzt erstmal das ganze Baumaterial ablegen. Was wir jetzt gerade gefunden haben. Das sind Sticks hier. Natürlich wunderbar. Komm, fällt um. Sehr schön. Und ich glaube, wir brauchen aber für die Wall, brauchen wir dafür noch einen Hammer. Haben wir den liegen? Ah, nee, den haben wir oben hingelegt. Moment, ach, Steine haben wir auch noch. So. Steine, sehr schön. So. Und dann einmal den Hammer. Und jetzt bauen wir die Wall. Die erste. Zack. So, die zweite Wall. Dahin. Also unser Eingangsbereich eigentlich schon so gut wie fertig. Hier nochmal eine Wall hin. Hier bauen wir auch nochmal eine rein. So, jetzt gehen uns wahrscheinlich die Sticks aus, oder? Was brauchen wir für die Wall? Ja. Ja, wir brauchen mehr Sticks. Definitiv. Das heißt, es müssen noch ein paar. Na, das steht ja auch super hier. So, gucken wir mal erstmal, ob unsere Lashings hier, also ob unsere Yucca Plant wieder. Ja, die ist zur Ernte bereit. Das ist sehr schön. Das heißt, wir können hier noch mal ein paar Sachen ablegen. Oh. Das mysteriöse Paket ist im. In unserer Wand verschwunden. So. Das heißt, die Lashings legen wir jetzt hier noch mit dazu. Sieht doch schon mal ganz gut aus hier. So. Das heißt, wir brauchen neue. Ach, wir brauchen etwas zu essen, vermutlich. Ja, ganz dringend brauchen wir was zu essen. Mit der Wahide Kokosnuss öffnen. Ups. Weil die Entwicklerkonsole, da können wir auch nicht so viel machen in der Konsole. Die bringt uns aktuell herzlich wenig. Wir können uns nichts ercheaten oder so, aber das machen wir sowieso nicht. Wir spielen ehrlich und fair. So. Und gucken mal, wo wir jetzt hinfahren. Wir haben eigentlich noch ein bisschen Zeit, oder? Aber bei 16 Uhr. Da schaffen wir noch was. Dann fahren wir jetzt mal hier vorne in Richtung. Da vorne war noch eine Insel. Hier Richtung. 300,
30. Ja, 330 ist eine Insel. Nordwesten, 330, okay. Da fahren wir jetzt mal hin und werden da jetzt wahrscheinlich die Nacht verbringen müssen, aber wir nehmen jetzt erstmal hier unseren Morphin-Injektor raus und den Hammer raus. So. Motor an. Jetzt haben wir die Zeit wieder stoppen. Wir sind jetzt bei genau 15 Minuten. Sehr schön. So, und was haben wir gesagt? 300. Ah, in dem Fall jetzt. Da vorne ist die Insel, wohin wollen. 330, okay. 330 bei 1510 jetzt. Wieder im Inbau. Gleich wieder die nächste Markierung setzen. Ist auch eine andere Form des Inselhoppings, was wir hier betreiben. Jetzt haben wir jetzt das Biotop gewechselt. Wir werden jetzt wahrscheinlich gleich wieder in unserem Boot runterfallen. So, ja, da ist es passiert. So, bei 15:10 sind wir losgefahren, haben wir gerade gesagt. Schnell zum Boot zurückschwimmen. Ziehen wir wieder 10 Sekunden ab. Da ist auch noch eine Insel davon. So. Nordwest. Achso, das ist die Insel, wo wir hinwollen. Ja, 30. Also bei 15:10 sind wir gestartet. Jetzt sind wir bei 16:20 sind wir angekommen. Das heißt, auch hier haben wir wieder einmal eine Minute haben wir gebraucht. Das war noch ein bisschen länger. So, das heißt, jetzt zeigen wir unsere Karte jetzt wieder ein. So ungefähr 1, 2, 3, 4, 5 Striche. Und hier eine Markierung hin und sagen 310. Unsere Karte füllt sich mit Leben. Ich zeige es euch eben nochmal hier. Wunderschön. Würde nicht lachen über meine Maltalente oder auch Nicht-Talente. So. Hier ist ein Schiffswrack. Mal gucken, was hier drin ist. Schauen wir mal. Hier ist doch bestimmt irgendwo was. Oder? Keine Holzkiste hier, die wir aufmachen können. Super. Ah, da ist aber ein Hardcase. Was haben wir hier drin? Ein Pocket Knife. Naja. Wir nehmen es einfach mal raus. Vielleicht gibt es immer einen Loot Reset. So, weg damit. War auch vielleicht eine schlaue Idee, das jetzt hier direkt ins Wasser reinzuwerfen. Vielleicht hätten wir es doch nochmal gebrauchen können. Ach, egal. So, die Sonne geht langsam unter. Und wir haben eine Insel voller Steine. Das ist schon mal gut. Ein paar Sticks liegen hier rum. Oh, hier sind noch ein paar Yucca. Hier sind zwei Yucca-Plants, sehr schön. Die wachsen jetzt mit dem Update, also auch in der Version 0.02, nicht mehr ganz so schnell, ne? Kommt es mir zumindest so vor. Das heißt, auch das können wir wunderbar ernten und mitnehmen. Können wir zum Bauen immer gebrauchen. Hier liegt noch ein Stick rum. Ich habe natürlich auch die Lantern vergessen. Auch eine sehr gute Idee von mir, die nicht mitzunehmen. Oh, ein Diver Slate. Das ist auch ein Notizblock quasi. To anyone to find help us, we have abandoned on. Okay, an irgendeinem Riff. Am 25. Januar 1998 um 3 Uhr nachmittags. Please help us. Come to rescue us before we die. Help. Ja, ich glaube, die wird es vermutlich nicht mehr geben. Naja. Vielleicht war das auch. Also es scheinen aber mehrere gestrandet zu sein. Vielleicht finden wir nochmal irgendwelche sterblichen Überreste und fragen uns, haben die sich gegenseitig aufgefressen oder nicht? Alles mysteriöse Fragen, die dieses Spiel hier aufwirft. Jetzt schon. In dieser frühen Entwicklungsphase. Ich würde zu gerne einfach mal Wilson finden. Moment, hier war eine Potato Plant. Da essen wir jetzt einfach was von. So, jetzt esse ich die Potatoes mal. Ach, vermutlich haben wir. Oh doch, uns wird schlecht. Ja. Super. Okay. Wir haben natürlich auch kein Feuer mitgenommen. Esse ich die jetzt noch? Ja, ich esse sie noch. Die war anscheinend gut. Nee, doch nicht. Lass alles raus, Junge. Lass alles raus. Okay. So. Die Yuga Plant können wir auch nochmal kurz und klein schlagen hier.
die Lashings nochmal mitnehmen. Ich weiß nicht, wo die fürs Dach nachher brauchen. Dann müssen wir gleich mal schauen. So, was haben wir noch? Hier noch ein paar Steine, die hier rumliegen. Hier im Gebüsch noch irgendwas hier. Hier liegt nichts. Oh, noch ein Stick hier. Sehr schön. Noch ein Stein, den wir übersehen haben. Eine Krabbe. Sonst scheint hier aber nichts mehr zu liegen. Wir haben aber noch ein bisschen Platz im Inventar frei. Das heißt, wir werden nochmal einen Baum fällen hier. So, den hacken wir jetzt mal kurz und klein hier. So. Kurz ist gut. Dauert teilweise doch mal ein bisschen länger. So, die Kokosnuss hier werden wir mal köpfen. Zack. Und die trinkbar machen. Ja, und ein bisschen was zu essen brauchen wir auch noch. Das heißt, wir halten jetzt auch mal kurz klein. Ah, lecker Kokosnuss. Schon lange nicht mehr gehabt. Immer wieder ein Gaumenschmaus. So. Jetzt können wir noch ein bisschen Bäume fällen hier. Oder noch ein bisschen länger drauf rumhacken. Bevor dann die Folge auch schon wieder vorbei ist. Alter Schwede, das ging natürlich wieder rasend schnell in diesem Fall. Wir werden in der nächsten Folge auf jeden Fall unseren Hausbau vorantreiben, noch ein paar Dächer setzen, noch ein paar Wände setzen. Und dann schauen wir einfach mal, wohin uns die Reise noch so verschlägt. Mit unserer lustigen Karte hier. Dann, ja, an dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Da ist Charlie auch schon, der will jetzt auch nochmal Tschüss sagen. Ne, Charlie? Na komm, dich töten wir jetzt heute nochmal. Heute musst du dran glauben. Na komm. Komm. Das gibt's doch nicht, dass der auch immer noch... Na, bleib hier. Komm. Komm. Charlie! Ja. Dich krieg ich noch. Ja, dich krieg ich noch. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Schön, wir sind Haifilet. Ich hab's dir schon öfter gesagt, Charlie. Irgendwann ist Schluss mit lustig. Dürfen wir nicht zu weit wegschwimmen? Wo ist Charlie? Ach, da unten schwimmt er, okay. Ach. Bleib hier. Gut, er will nicht so wie wir wollen. Oder? Ach komm, stirb doch einfach, ey. Kann nicht so schwer sein, ey. Naja. Anscheinend doch. Naja, Charlie will einfach nicht aufgeben. Der klammert sich sehr ans Leben. Ans Leben mit uns. In diesem Fall. Wenn euch das Video gefallen hat, da unten gibt es Kommentare. Schreibt da gerne rein. Einmal Daumen hoch für das Video, wenn es euch ebenfalls gefallen hat. Wenn ihr Fragen habt, wie eben gerade angewähnt und angekündigt. So rum. Nein. Dann schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Und wir freuen uns natürlich auch über jedes Abo. Bis zum nächsten Mal bei Stranded Deep sagt Let's Multiplayer.